Moin und herzlich willkommen zurück zu Fall Guys. Ah, diese Musik ist immer wieder schön und ich merke gerade, die Spielsounds sind viel zu laut. Ich muss ein bisschen runterstellen, die Lautstärke. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also, ich habe schon ein ganz bisschen jetzt gespielt offscreen. Ich bin jetzt Stufe 12 im Season Pass, wie ihr uns schon erkennen könnt. Ich habe nicht so viel durchgesucht wie die Leute, die an Tag 1 einfach schon den Among Us Skin hatten. Ich meine, what the fuck, wie haben die das denn bitte schon geschafft? Und es gibt jetzt wirklich auch immer mehr Leute mit diesem Skin. Die suchten einfach nur komplett für den durch, weil Among Us und Fall Guys haben ja auch mehr oder weniger eine ähnliche Fanbase. So, meine Katzen streiten sich gerade im Hintergrund. Ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht. Also ja, Leute, heute wollte ich mal ein bisschen den Truppenmodus spielen. Den habe ich sogar schon mal gespielt und ich habe die erste Runde gewonnen, weil ich einen guten Trupp erwischt habe. Und dafür kriegt man halt keine ganze Krone, wie ihr uns schwer erkennt. Da unten steht ja Belohnung anzeigen. Und da steht hier bei normalen Modi eine Krone und hier sind es halt nur diese 20 Kronensplitter. Das heißt, man müsste 3 Truppshows gewinnen, um eine Krone zu bekommen. Und ja, ich habe bisher einmal, wie gesagt, gewonnen. Das sieht man da auch oben rechts. Da habe ich schon 20 Kronensplitter. Und die kamen halt von dieser Runde. Tägliche Aufgaben habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie geschafft. Hallo? Spiel? Passiert noch was? Boah, 10 Spieler! Krass! Leute, ich bin hier ungelogen schon seit 2 Minuten in diesem Screen und wir haben erst 30 Spiele. Letztes Mal ging das schneller. Ah, cool. 20. Oh, heilige Scheiße, geht doch. Jetzt einfach nur bei 50 Spielern bleiben, okay? Junge, Junge, was war denn das gerade? Und da sind wir auch endlich. Puh. Meine Fresse. Hat ja auch nur irgendwie 10 Minuten gedauert. Schade, dass dieses Spiel nur noch so wenig Leute spielen. Okay, dieser Modus funktioniert folgendermaßen. Es sind halt, wir haben halt 4 Spieler drin und je nachdem, wie unser gesamter Trupp abschneidet, kommt halt der gesamte Trupp weiter. Das heißt, selbst wenn man der Schlechteste aus seinem Trupp ist und halt in irgendeinem Modus verreckt, du kommst trotzdem weiter, wenn dein Team gut war. Meine Fresse, ich kann nicht reden. So, gerade ist die Trupp-Position 7 und what the fuck geht hier ab? Kann man da oben auch lang? Ich weiß es gar nicht. Scheint aber eine alternative Runde zu sein. Surprise, ich weiß. Und ich habe ein bisschen verkackt. Danke, Spiel. So, und wie gesagt, in meiner ersten Truppshow-Runde war ich halt Erster. Das schien mir relativ leicht. Aber natürlich kann es auch Glück gewesen sein. Aber es kann auch sein, dass dieser Modus einfach verdammt leicht ist. Und man mit ihm easy Kronen farmen kann. Und tatsächlich, ich und ein Teammate sind die ersten beiden. Ja, nice. Trupp-Position Erster, aber das verändert sich jetzt natürlich, weil die anderen beiden nicht so gut sind. Jetzt sind wir Zweiter, ist immer noch gut, finde ich. So um den Dreh war ich auch in der letzten Runde. Und es gibt halt hier auch Teamspiele, wo du nur mit deinem Trupp zusammen bist. Das ist eigentlich recht cool. Wolkenrennen. Yay. Es gibt mindestens einen Modus, den ich noch nicht gesehen habe. Ich hatte so einen Team-Modus offscreen, nicht im Video. Aber ich glaube, ich hatte 3 neue Modi alleine im Video. Und es gibt insgesamt 7 neue. Und ich habe einen neuen noch gesehen? Habe ich 3 noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Ich müsste mir vielleicht nochmal eine Liste der neuen Modi anschauen. Aber wie gesagt, einen Team-Modus, einen neuen habe ich schon gesehen. Ahahaha! Mann, ich wurde noch nicht von diesen Kackteilen erwischt. Was es noch schlimmer macht, ich verkacke ja gerade für mein Team. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mir noch nie passiert! Noch nie. Und jetzt passiert es mir 2-mal hintereinander. Mann. Ich war vorher einer der Besten. Aus meinem Team. Aber für diesen Modus habe ich schon mehr oder weniger eine Meta. Ja, da geht's durch. Nicht auf den Knopf hauen. Danke. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Und auch nicht hochflippern lassen. Oh nein, wir sind 6. Jetzt sind wir 3. Okay. Huh, huh, huh. Schnell nach oben. So, komm. Komm schon. Wir sind 1. Huh. Okay, es ist nur noch einer da. Ja. Und er kommt auch direkt. Und wir sind wieder 1. Dieser Modus ist irgendwie wirklich richtig leicht, habe ich das Gefühl. Aber das könnte natürlich auch an meinem Skill liegen. Welcher Skill? Hallo. Wo geht er denn lang? Geht er rückwärts? Er geht rückwärts. Was ist denn sein Plan? Das ist ein Truppenmodus, Junge. Was machst du denn? Och nein. Oh Gott, der arme Trupp von diesem Typen. Und dieser arme Typ, der hat irgendwie nicht so ganz gecheckt, worum es geht. Schneeball-Überlebenskampf. Ist das aus diesen 3?
Ist das ein Season 3 Modus, den ich noch nie hatte? Das ist möglich. Den habe ich aber noch nie irgendwo gesehen. Und die würden doch jetzt in Season 4 wohl vielleicht in Season einen Wintermodus einführen. Und die Schneebälle, I guess, zerstören den Boden? Nein? Hä? Wo liegt die Schwierigkeit? Ah, der blaue Boden wird irgendwie doch zerstört. Aber der rote Boden nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Unsere Trupppunktzahl erhöht sich stetig. Ah! Nein. Oh, schnell aufs Rote. Ah, okay, es gibt einen Safe-Bereich und die Schneeballe kicken einen dann halt von dem Bereich runter. Oh, genau so, obwohl ich wieder auf den Safe-Bereich drauf gekickt wurde. Es sind nur noch 20 Sekunden, was? Das ist ja kein sehr langer Modus. Nein, nicht verrecken. Ich war live dabei. Ah! Vorerst ausgeschieden, aber dein Trupp nimmt noch teil. Diesen Bildschirm hatte ich noch nie. Bitte, Jungs, überlebt. Wir sind immer noch Zweite, weil die Jungs einfach gut sind. Immer noch Zweite. Oh Gott, 200 Punkte haben wir. Junge, Junge. Aber das meine ich. Bin ausgeschieden und kann immer noch weiterspielen. Ist doch gut. Jetzt sind es nur noch 4 Trupps. Das heißt, es können doch gar nicht ein Teammodus. Könnte mir gut vorstellen. Oh, aber ein Trupp hat nur noch 3 Mitglieder. Ich hoffe, es sind die meine. Das wäre nicht gut. Aber ich hoffe, das wird dann fair behandelt. Damit man dann mehr Punkte kriegt oder so. Frostspitze. Ah ja, auch ein cooler Modus. Aber warum kriegen wir jetzt auf einmal nur noch Season 3 Modi? Weird. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass dieser Schneeball-Modus aus dem Mid-Season-Update von Season 3 kam. Da kommen ja auch hin und wieder mal neue Modi. Und wir sind zu viert. Oh, ich dachte schon. Oh, die Fäuste habe ich vergessen. Und die Teile habe ich auch vergessen. Ich dachte, man könnte da an der Seite lang. Es tut mir leid, Team. Ich bin eine Enttäuschung. Eine einzige Enttäuschung. Die Frage ist, wo geht man in diesem Modus denn jetzt vernünftig lang? Sowohl die Schneebälle als auch die Fäuste können einem gut schaden. Nur bei den Schneebällen kann man koordinierter ausweichen. So viel dazu. Nein. Oh Gott. Er hat mich noch getroffen. Jawohl, okay. Habe ich einfach nur massives Glück, Leute? Hat eine andere schlechte Erfahrung in diesem Modus? Gefühlt gewinne ich nämlich jetzt schon wieder. 7 Punkte, wow. Ist das noch ein Mail von mir? Gucke ich nicht automatisch Mails zu oder sind alle drin? Alle sind drin. Oh mein Gott. Oh, dieser arme Affe. Ninja, du schaffst es noch. Ah, den gucke ich zu. Was hat der denn für eine coole Farbe? Eine Neonfarbe. Das ist ein cooles Muster. Jut. Oh nein. Du schaffst es. Nein, was tust du denn? Was machst du denn? So schwer ist es doch nicht. Nein. Ich hoffe, der Typ ist nicht ausgeschieden. I feel you, Typ. Wo bist du? Bitte. Stay with me. Nein! Oh, hey, wir sind die letzten 2 Trupps übrig und wir sind der einzige noch vollständige Trupp. Wir haben ganz gute Gewinnchancen. Und dann kriege ich schon wieder Kronensplitter. Nee, Bergspitze. Ich hatte das Gefühl, das Finale hier kommt immer, oder? Beim letzten Mal kam das nämlich auch. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, man hätte so ein eigenes Finale machen können, wo es wirklich auf den Skill jedes Teammitglieds ankommt. Hier ist es halt eigentlich eine 50-50 Chance, ob dein Team das hinkriegt. Und Bergspitze ist auch nicht gerade mein Lieblingsmodus. Ich habe zwar schon gesagt, dass ich in diesem Modus meinen ersten Win hatte, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Und festhalten bringt in diesem Modus ja mal so gar nichts. Dadurch machst du dich nicht schneller. Wow. 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 Ich wurde komplett zerquetscht. Oh Gott. Du kriegst das hin. Du schaffst das. Woo. Wir haben es geschafft. Wir haben es schon wieder gewonnen. Zweimal hintereinander einfach. Da bin ich und klatsche. Für den Dude, der die Krone gegriffen hat. Aha.
Oh, gewinne Top-Show und habe dabei ein häufig Kostümteil. Ich hab's geschafft. Oh, so viel XP. In dieser Modus ist echt richtig leicht, um XP zu farmen, ne? Und ein Merkronensplitter. Nein, es fehlen mir nur noch 8. Das war doch mal eine erfolgreiche Runde. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe jetzt die einzigen 2 Top-Shows, die ich gespielt habe, gewonnen. Und das auch nicht wegen meinem Skill. Ich bin sogar einmal ausgeschieden. Und sonst... Kann es sein, dass in jedem Modus einer aus meinem Team der Erste war? Okay, nicht in jedem, aber in den meisten. Schon ziemlich krass. Ich glaube, ich hatte einfach nur Glück, ganz ehrlich. Aber trotzdem Spaß gemacht. Und das alle manchmal noch sehr leicht zum XP-Farmen. Was habe ich denn jetzt auf Stufe 13 eigentlich bekommen? Ach, die Disco-Kugel. Also das Unterteil der Disco-Kugel. Auf das Oberteil freue ich mich noch. Das dauert aber noch ein bisschen. Mello. Ich würde sagen, ich laufe jetzt aber mal als Dämon durch die Gegend. Heißt der Dämon? Cyberdämon. Okay, gut. Doom. Cyber Demon. Du siehst ja wunderschön aus. Und du siehst in Fall Guys auch bestimmt genauso aus wie hier. Ja. Sagen wir einfach mal, dieser Dämon wurde ein bisschen kinderfreundlich gestaltet. Okay, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir dann auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns so in der nächsten Folgersrunde wieder. Tschüss.